haben mal, wir machen so ein kleines Café auf, ein kleines Musikcafé. Also ja, es ist ein Jazz-Café slash Bar. Ja. Wenn unser Jazzer das auch mal hören würde, aber er ist völlig beschäftigt. Er denkt. Das ist halt, weil er so cool ist. Ja, so. Das ist halt so was so. Also auch in dieser, in diesem sehr coolen Jazz Bar Café treffen sich drei Leute. Woher kennen die sich denn? Was ist denn das für ein Treffen? Woher kennen die sich, die drei Leute? Also die sollen sich kennen, aber wie kennen die sich denn? Die treffen sich in diesem Café, aber kennen sich aus einem anderen Leben. Also ja. Aus einem anderen Leben. Vielleicht. Die waren mal vor Gericht. Die waren mal alle vor Gericht? In einem Fall, offensichtlich, weil die müssen sich erkennen. Absolut. Schauen wir mal. Das war wohl eine Sammelklage. Das war wohl eine Sammelklage, okay. Oh, Erbstreit. Oh, Erbstreit. Erbstreit, das müssen wir auch noch verwandt sein. Da sind wir auch noch verwandt, ne? Sammelklage von der Gruppe. Sammelklage, Klage, Erbstreit. Also auf alle Fälle Erbstreit, das heißt, wir müssen uns auch noch irgendwie. Wir sind verwandt. Ja, wir sind verwandt. Die Leute sind verwandt. Schauen wir mal. Ich sag da wir, ich weiß gar nicht, wer schreit denn hier? In einem bestimmten Punkt. Drei Leute brauchen wir. Werden wir euch wieder brauchen. Ja, genau. Ja, weil. Drei Spieler. Ja. Genau. Aber er ist halt jetzt im Café. Bis jetzt sind wir nur zu zweit. Bis jetzt sind wir zu zweit, die wir gleich ins Café kommen. Und dann sind wir nachher zu dritt im Café. Und an einer bestimmten Stelle brauchen wir dann wieder eure Einkaufe. Ja. Jetzt merken wir, holt uns aktiv ab. Das ist Wahnsinn. Das ist irre. Also wir machen richtig das Impro so mit, dass wir das Publikum fragen. Ist das nicht toll? Wow. Yeah. Wow. Danke. Kaffee. Erbstreit. Okay. Oh Gott, ja. Moin, Lisa. Ach, Schwesterherz, grüß dich. Na? Alles überstanden? Ja, du? Naja, geht so. Oh, Vater kann doch immer sterben, ne? Das ist wenigstens ein Pluspunkt. Ja, das stimmt. Hi, Lisa, hi, Dani. Hi, Gabriele. Hi, Gabriele. Jaha, brauchst gar nicht so gucken. Ja, es wurde wieder spät, ja. Ist kein Wunder bei dem vielen Geld. Ja. Hast du jetzt was angefangen mit dem DJ? Das würde mich jetzt auch interessieren. Also habe ich jetzt was angefangen mit dem DJ oder was? Ich brauche euch als Antwort. Habe ich was angefangen mit dem DJ? Ja. Ich habe was mit dem DJ angefangen? Ja, natürlich. Gib mir noch einen Namen, wie heißt denn der DJ? Johnny. Johnny. Ja, mach ich so laut, ey. Das kann ist ja auch mein Kopf, ey. Und ist das jetzt schlimm oder was?
Och, gibst ja nur unser Geld aus. Also rein rechtlich gesehen ist ja die Sache noch nicht durch. Ne? Wir treffen uns vor dem Oberlandesgericht. Ja. Ja, also entschuldige, du musst gerade reden, ne? Wolltest du eigentlich auch einen Kaffee? Ja, ich wollte auch einen Kaffee, aber du musst gerade reden, ja, die nicht nur, danke, die nicht nur einen Herzschlag am Laufen hat, sondern auch einen Rosenkrieg. Was ist denn jetzt mit der Scheidung? Seid ihr durch oder habt ihr euch wieder geeinigt oder was ist jetzt? Was ist denn jetzt mit der Scheidung? Ist sie jetzt durch oder haben wir uns geeinigt? Wer kriegt den Hund? Wer kriegt den Hund? Die Diskussion, wer kriegt den Hund, ja. Es geht schon lang nicht mehr ums Auto oder auch ums Haus. Es geht nur noch um eine Sache. Wer nimmt den Hund mit raus? Es geht nicht drum, dass du gut aussiehst mit dem Spiegel da an der Wand. Es geht nur noch um eine Sache und die ist euch allen bekannt. Der Horst schon böses echt gewittert, denn der Hund hat sein Bett da voll gekackt. Ihr wisst genau, da hat sich die blöde Tussi seine Schnecke gleich davon gemacht. Wer kriegt den Hund? Wer kriegt den Hund? Es ist ganz egal. Garten hinaus marschiert.
Und er sagte ja. Und wir tranken eine ganze Flasche Prosecco. Und ich wurde immer mutiger und dann fasste ich die Taille und fühlte sich so gut an und so gut. Und dann wurde er plötzlich ernst und nahm Abstand und sagte mir: Chefin, aber ich stehe halt eher auf Kerls. Es wurde dann noch ein sehr lustiger Abend, aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Nein, wirklich. Ich habe immer Pech. Hast aber auch ein Pech, oder? Immer. Sie sind immer entweder vergeben oder schwul. Oder schwul. Ja, meine Damen, wir würden jetzt gerne schließen. Ach, das auch noch. Ja. Wenn jemand von euch für mich... Hast du Geld? Jetzt nicht dabei. Oh. Ja, okay. Ja, ist okay. Ist ja okay. Okay. Dann, danke schön. Geh mal heim, ich hab Kopfweh. Guten Heimlich. Tschüss. Mann, ist immer das ja immer. Bis in 2 Tagen vor ja. Gericht. Wir sehen uns vor Gericht. Tschüss.